Wie einige von euch schon beim letzten Video erraten haben, nehmen wir euch mit auf eine Städtereise in Prag. Wir stehen auf dem Campingplatz, so circa 4 Kilometer vom Zentrum aus entfernt. Und es gibt entweder die Möglichkeit, an der Hauptstraße auf dem Gehweg entlang zu fahren oder hier mit der Fähre zu übersetzen. Und das ist natürlich ein Erlebnis wert. Kostet 30 Kronen. Hier ist die Währung in Kronen. Und ja, machen wir jetzt einfach mal. Und das ist der Ausblick bei der Überfahrt. Also die würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder machen. Ist super, super cool. Über altes Kopfsteinpflaster fahren wir jetzt hoch zu einer bekannten Kirche. Beraten wir euch um, wie sie heißt. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon, wenn ihr schon hier wart. Und der krasse Vorteil mit dem Radl ist einfach, dass man überall so schnell hinfetzen kann. Echt? Und eben unabhängig, oh, Peter, du bist ja klug, von den öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Das ist ja super, ne? Ich stehe immer nicht so auf die Öffis. Außer das Boot. Das war schon sehr cool. Oh. Da kommt man sich so richtig klein vor. Hier durch. Auch kein Wunder bei diesen fetten Mauern. Jetzt sieht man sie noch ein bisschen besser. Jetzt zeigen wir euch die Kirche. Das ist die Basilika von Peter und Paul. Die wurde auf dem Burgwall aufgebaut, ca. 1070 nach Christus. Und alleine die ganzen Einzelheiten hier unten sind schon sehr beeindruckend. Die Türe zum Beispiel, die schaut auch leicht rosa aus, aber nur weil sie schon ausgeglichen ist vermutlich. Aber ist ja voll meins. Sowas braucht man als Eingangstüre. Hä? Lässt sich da was machen? Das riesig. Ja, wie klein diese, das hier so gebaut ist, krass. Ja, und das ist immer noch hält einfach auch, oder? Hätte ich fast vergessen herzuzeigen, der echte Name der Kirche. Wo geht's denn jetzt hin für uns? Oh. Wow! Passt du rein oder passt du nicht? Moldau, unser Campingplatz. Das ist jetzt der Ausblick auf die andere Seite. Möchtest du noch irgendwelche Infos dazu abgeben? Nee, da gibt es keine Info. Einfach nur anschauen, staunen und einer der schönsten Städte für mich in Europa. Damit die Wheelie-Fähigkeiten weiterhin erhalten bleiben. Zur nächsten Location. Mal schauen, wo der Guide mich hinführt. Dadurch, dass es in Prag wirklich ganz schön viel auf und nieder geht und eben die Moldau der tiefste Punkt ist, von da aus aber dann beide Seiten bergig nach oben gehen, ist es mit dem Rad wirklich super cool und wir haben sogar ein paar richtig spaßige Abfahrten abseits von Hauptstraßen finden können. Radfahren macht hungrig, der Rest vom Essen fehlt aber noch, das ist nicht alles. Es ist sehr lecker, aber es dauert ewig. Oder? Weiter geht's. Was wolltest du vorher noch sagen? Hunger. Was? Hunger. Wir haben Zeit, hat er gemeint. Ach so. Aber da habe ich ihn schon abgeschnitten, weil wir keine Zeit haben. Oh. Ja, es gibt auch noch dazu. Okay. Jetzt glaube ich es aber. Oh, die ist mit Zucker. Geil. Oh Mann. Das Wichtigste ist immer noch der Nachtisch. Ah! Es gibt auf jeden Fall viele, viele Kirchen in Prag. Bei der hier konnten wir nicht mal rausfinden, wie sie heißt. Ich dachte, das geht leicht zu googeln, aber irgendwie doch nicht. Und wer jetzt ganz genau hinsieht, der sieht nicht nur den Nico beim Radfahren, sondern auch den Zeppelin. Das ist witzigerweise der von der IAA. Da drüben müsst ihr schauen. Und da drüben werden die auch schauen. Aber erst müssen wir mal hinfahren. Treppenstufen gibt es mehr als genug zum Fahren. Und auch die Parks sind wirklich cool, weil es war wenig los und man konnte die ganze Zeit gut Radfahren. Das Gebäude hier ist auch gigantisch. Und zwar ist das das Rückgebäude vom Nationalmuseum. Und wenn wir dann drum rumfahren, dann erreichen wir den Wenzelsplatz. Einer der größten Plätze überhaupt mit 750 Metern Länge. Den Namen trägt der Platz seit 1870 und zwar nach dem heiligen Wenzel von Böhmen. Nico möchte noch hinzufügen, dass es eine gute Aussicht gibt und viele Geschäfte, wenn man runterfährt. Und dass er denkt, dass der Reiter dann wohl der heilige Wenzel ist. Ja, der Platz ist auch 60 Meter breit und sieht daher eher aus wie eine Straße, ist aber einer der größten Plätze von Europa. Ich weiß nicht, ob das der Reiter ist.
für mich ein Highlight ist auch dieses Tramcafé. Vorher ist Kaffee und hier im Einsatz die Straßenbahn. Ganz vorne seht ihr jetzt schon den Pulverturm. Der ist 65 Meter hoch und befindet sich am Rande des Platzes der Republik. Er war Teil der ehemaligen königlichen Befestigung. Kenne ich noch von früher als Kind, habe aber nicht gewusst, dass das aus der Tschechei kommt. Und fühlst du dich in die Kindheit zurückversetzt? Oh Petra, schau mal. Bist du da auch? Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, mit Fahrrad. Was ich auch überhaupt nicht wusste, ist, dass dieser Baumkuchen scheinbar eine Spezialität von hier ist. Njam, 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 njam. Kannte ich eher vom Christkindlmarkt. Ein Highlight jagt das andere und so fahren wir hier gerade auf das Rathaus von Prag zu. Das wurde 1338 fertiggestellt. Das Besondere ist aber vor allem die Uhr. Die zeigen wir euch hier nochmal von der Nähe und die kann neben der Uhrzeit auch noch einiges andere. Endlich mal was, was ich mir gemerkt habe. Karlsbrücke klingt deutsch, geht schon wahrscheinlich falsch. Diese Brücke verbindet die Stadtteile Malastrana und Stari Mesto. Stari Mesto. Also die Altstadt und die Kleinseite. Heute kann man nur noch zu Fuß drüber gehen. Vorbild für die Brücke war die steinerne Brücke von Regensburg. Bis ca. 1870 wurde die Brücke noch Prager Brücke genannt. Zahlreiche Heiligenfiguren säumen übrigens die Ränder dieser Brücke. Ah, andere Seite der Brücke erreicht. Ja, echt krass, oder? Da sieht jedes Haus für sich schon sehr speziell aus. Aber schön, oder? Ja, voll. So viel Altstadt gibt es bei uns nicht mehr. Hab noch keinen Baumkuchen kaufen können. Zur Notiz. Was? Kein Baumkuchen bisher. Morgen, Spaß. Morgen. Oh, vor mir ist wieder die Petra. Ja. Ist wieder im Transalpfieber. Muss vorfahren, gell? Ja, jetzt sind wir so ziemlich genau auf der anderen Seite von der Stadt, würde ich behaupten. Und es sieht wieder fast so aus wie am Anfang bei dieser Kirche von Peter und Paul oder so ähnlich. Sie sehen es dann von oben. Über Prag hat man eine mega Aussicht. Vor uns seht ihr den Petrinturm, der auf dem gleichnamigen Berg liegt. Der ist 60 Meter hoch und hat Ähnlichkeiten mit dem Eiffelturm. Romantischer Parkspaziergang ist mit dem Rad auch gleich besser, oder? Romantisch, ja? Ja, klar. Auch hier geht es wieder entlang an wunderschönen Mauern. Wirklich krass, was alles erhalten geblieben ist in Prag. Weiter ging es zur Prager Burg. Stufen gibt es hier mehr als genug, wie in jeder Stadt. Wow. Allerdings, dadurch, dass es da ganz schön viel rauf und runter geht, in Prag vielleicht noch etwas mehr. Die ist übrigens so ähnlich bewacht wie in London. Da seht ihr den Kölner Dom, könnt ihr sehen? Da sieht man erst, wie gut das Weitwinkel ist. Und auch von innen haben wir einen kleinen Schwenk für euch gemacht. Diese Kirche ist wirklich gigantisch groß. Oh, ein Reiter. Oh ja. Und ein Drache. Ah. Ist aber eine Reiterin, glaube ich sogar. Ne? Echt? Ja, stimmt. Für die Frauenquote. Ah, krass. Schau mal da. Die schwarzen Stimmchen. Ja. Au. Jetzt kommt die Sonne raus. Passend zum Wetterbericht, der hat nämlich gesagt, dass es jetzt regnet. Aber Sonne ist uns lieber. Von hier oben aus hat man auch einen gigantischen Blick über die Stadt und den wollen wir euch natürlich auch ausführlich zeigen. Danach ging es für uns über die schier endlosen Stufen wieder runter in die Innenstadt. Man kann es kaum glauben, aber es hat sich auch niemand daran gestört, dass wir die Treppen hier runtergefahren sind.
Ganz im Gegenteil, schaut mal, wenn wir ganz unten angekommen sind, auf der rechten Seite die ältere Dame an. Die hat fleißig gelacht und sogar einen Daumen nach oben gezeigt. Sehr, sehr lieb. Oh, geschüttelt, nicht gerührt. Jetzt sind wir mit dem Schiff wieder am Rückweg. Wir haben aber leider mal Hallo gesagt, das ist uns aufgefallen. Deswegen sagen wir es zumindest am Schiff mal Tschüss. Schön war's? Mega, ja. Das ist übrigens eine Rückfahrt, die hat Nico jetzt gerade für uns rausgeschlagen. Wir sind schon außer Zeitplan unterwegs. Genau. Und das ist die Stadt Piep. Ja, mittlerweile wisst ihr es ja wahrscheinlich. Bis bald. Ciao, ciao. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. In der Nacht mit den vielen Lichtern war das Bootsfahren nochmal besonderer und wirklich wunderschön. Ein echtes Highlight von unserem Prag-Ausflug. Und hier zum Schluss des Videos möchte ich euch noch ein paar Fotos durchlaufen lassen. Wir bedanken uns nochmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!